gerettet, der Falco tot. Gut. Beim nächsten Mal spielen wir. Oh, sieh mal an, wir spielen jetzt Frank Woods. Oh, interessant. Nehmen Sie Manuel Noriega gefangen. Wisst ihr was? Dann machen wir das doch auch direkt. Commander Mason für Sergeant Woods. Schon gut, Kleiner. Alles okay. Was hat dich aufgehalten? Ich dachte schon, du würdest das nicht schaffen. Was zum Teufel habe ich da gemacht? Hör zu. Tote leiden nicht mehr. Darum sind du und ich noch hier. Du leidest mit mir. Er hat einen Plan für dich, Kleiner. Er arbeitet daran seit 30 Jahren und zählt darauf, dass du ihn holen kommst. Warte mal. Frank, weißt du was? Dieser Anhänger damals, nach deinem Anruf, war er weg. Meinst du, ihm sind Beine gewachsen und er ist weggelaufen? Dieser Kerl, er kennt jeden Schachzug, jeden Schritt, den du machst. Er tötet einfach 20, 30 Millionen. Als würde sie das zurückbringen. Es geht um seine Schwester. Er tötete meinen Vater, damit er dich... Er kennt keine sauberen Schüsse, es muss... Hey! Was ist passiert in Panama? Ich war ziemlich sicher, wir hatten ihn in Nicaragua. Ein Jahr später erscheint er in Panama mit diesem Penner Noriega. Das ist zu viel für die CIA. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Und dein Dad und ich, wir sind rein. Was für eine Scheißshow. Okay. Also, zusammen mit Mason sind wir jetzt wohl unterwegs, aber wir spielen Frank Woods. Erstmal Cappy aufsetzen. Nice. So, mit Mason und McKnight sollen wir uns treffen. Wer ist denn McKnight? Mason. Woods. Schön, dich zu sehen, Frank. Ich auch, Alex. Sie ist total sauer. Merry Christmas, meine Damen und Herren. Irgendwer ist sauer, deswegen sollen wir nach hinten gehen. Ich komme, ja. Gute alte Mace. Hey Jungs. Hey McKnight. Hast du alles? Ja, schnapp dir die Sporttasche im Schuppen. Seine Frau ist ja schwer begeistert. Deine Frau sieht nicht erfreut aus. Du hast dir nichts von der Invasion erzählt, oder? Nein, aber anscheinend war ich der Einzige. Sie hat es von Jacobs Frau erfahren. Und Steves und Bills. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Warum bringen wir diesen Typen nicht einfach um? Ha? Nach dieser Scheiße in Nicaragua. Die höheren Stellen haben genug von ihm. Wollen ihn aber lebend. Das klingt nicht richtig. Okay. Manuel Noriega. Ab jetzt heißt er Ziel falscher Profit. Es geht um eine Standard-Schmutzkampagne. Seinen Ruf zerstören und das Risiko von Aufständen in seinem Namen reduzieren. Die Invasion wird die Aufmerksamkeit ablenken, wenn wir mit den Navy Seals reingehen. Und dann haben wir wohl alles. Yep. Kommt, ich bringe euch raus. Danke für das Bier, mein Knight. Gut. Dann gehen wir mal. Gelangen Sie zu Woods Fahrzeug. Das wird ja nicht so schwer sein. Ich mir ein paar deiner alten Fallakten anzusehen. Die ganze Scheiße mit den Zahlen. War das Gehirnwäsche der Sowjets? Sie haben es jedenfalls versucht. Nur Kinder, McKnight. Sie sind es nicht wert. Du hast recht. Willkommen in Panama, Jungs. Was? Irgendwas mit Homie stand da. Die Mission war gut. Die Planung gut. Der einzige fehlerhafte Teil war Hudson. Am Funk als Leiter der Nummer. Etwas war komisch. Schon beim Weg rein. Hab's gefühlt. Es nagte die ganze Zeit an mir. Hab's noch nicht gesehen.
Hudson, hier Mesh. Die Bombardierung hat verfrüht angefangen. Willst du uns was sagen? 10 Sekunden. Hudson, hörst du mich? Keine Antwort. Wir machen weiter wie geplant. Los, los. Alles klar. Und runter. Spielen wir jetzt wieder Mason oder immer noch Woods? McKnight, hier Mesh. Wir sind drin. SEAL-Teams sichern das Flugfeld und das Hauptquartier, um falscher Profit an der Flucht zu hindern. Ich überwache alles von Gebäude 12 abseits des Kampfgebietes. Und hat's den Plan verworfen? Also mir hat er nichts davon gesagt. Viel Glück, Mason. McKnight, Ende. Ausschalten, Watch. Gut, wir spielen also immer noch Woods. Zack! Geiler Messerwurf von Woods. So, jetzt spielen wir also wieder die beiden alten Herren. Frank Woods und Alex Mason. Beziehungsweise wir spielen Woods und Mason. Läuft mit und unterstützt uns ein bisschen. Na, verdammte Axt. Wo ist denn der jetzt hin? So, den haben wir aber. Den haben wir. Den nehmen wir auch. Die Waffen hier, die verziehen mehr wie die neuen. Also wie die aus 2025. Such mal die hier jetzt. Wenn wir kein Visier haben, ist ja nicht so schlimm. Aber, oh, was haben wir denn da noch dabei, ey? Oh, ein MG noch. Geben wir wenig Schuss. Aber eine schöne Waffe. Wo sind denn noch Feinde? Oh, sieh mal eine an. Gibt doch noch immer wieder KI-Aussetzer, wenn so ein Typ direkt neben einem steht und einfach nicht schießt. Naja. So, ich denke, die hätten wir alle, oder? Mason ist schon da unten. Alter, chill doch mal deine Nuggets. Warte mal auf mich. Ich bin in Position auf Gebäude 12. Einheiten sind auf dem gesamten Flugfeld in Stellung. Gold läuft in eine Falle. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber der Funk spielt verrückt. Sind auf dem rechten Ende. Was ist mit falscher Profil? Warten auf Hudson, okay. Die CIA beobachtet jeden Schritt. Ich glaube nicht, dass er mal kommt. Golf Team, Mesh, hier bereit für Unterstützung. Feuer einstellen, solange wir das Dach sichern. Ich habe immer noch Probleme mit dem Funk. Ich habe schon gut, wie geht was. Ich gebe Deckung. Schuss, linke Seite. Unterstützt vor allem die Seals. Klasse, ich kann mich hier auch super verstecken hinter dem Ding. So, folgen wir mal guten Mason. Ja. Macht sie wahrscheinlich auf, ja gut. Sie sind genau unter uns! Hehe. Jetzt können wir die mal von oben aufs Korn nehmen hier, aber die nehmen uns auch von oben aufs Korn, von unten, meine ich. Wenn ich nicht weiß, von wo die da geschossen haben eben. Aber gut. Wir sind im Vorteil so ein klein bisschen. Ist ja gar keiner. Aber es ist doch immer hinter jeder Deckung irgendwer. Ah, das sind ja unsere. Alter. Puh. Der hat einen Raketenwerfer, der Kerl. Da war wohl noch einer. Ich wechsle mal wieder, wenn ich auch hier nicht mehr viel Muni habe. Also, zu Uzi wechseln. Verdammte Scheiße. Boah, gut, dass wir den gekriegt haben. Ja, ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ich folge dir, Mason, bis in den Tod. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was hier passiert, denn irgendwas muss hier noch passieren. Ist die ganze Sache nochmal ein bisschen verschärfter zwischen Mason und beziehungsweise Woods Mason und dem guten. Nice. Menendez. Mit nur einem Schuss den Kerl noch gekillt. Der Aufenthaltsort von Ziel. Falscher Profit wurde bestätigt. Adelina Hotel, Raum 225. Setz ihn fest. Hat's Ende.
Ich habe Sichtkontakt. Mehrere Feinde vor dem Hotel. Die übernehme ich. Wen übernimmt er? Wen hier wohl? Ah ja. Alles sicher. Alles sicher, oh, das hört man gerne. 225 ist oben. Erster Stock, Ostflügel. Dann gehen wir da mal hin. Okay, und rein da. Aber wir müssen nur noch auf Mason warten. Da kommt er. Ja. Bereit, Wort. Tun wir's. Geben Sie mir einen Grund, Ihren Kopf wegzupusten. Was tun Sie da? Ihren Ruf besiegeln. Das war nicht abgemacht. Rufen Sie Ihren Boss an. Los, auf den Stuhl da! Platz, Mason hier. Schieß los, Mason. Falscher Profit. Bereit zum Extrahieren. Negativ. Bereithalten für neue Mission. Ziel falscher Profit hat Informationen über ein Nexus-Prioritätsziel. Begleitet die wertvolle Fracht zu einem Gefangenenaustausch. Mehr in Kürze. Wertvolle Fracht am Arsch. Nexus-Ziel? Wer ist wichtiger als dieser Wichser? Gefällt mir auch nicht, aber bringen wir es zu Ende. Wir vergeuden zu viel Zeit. Er hat sogar Leute bei der CIA. Verdammt, Herr Kravchenko. Was hat er noch in Afghanistan gesagt? Hier geht noch was anderes vor sich, Watts. Die Mission war zur Entführung. Dann sagt der verdammte Hudson über Funk, dieser Norjäger ist nicht die Mission. Er ist nur ein Pfand. Ein Gefangenenaustausch. Und ich, Vollidiot, hätte es wissen müssen, genau zu dieser Zeit. Ich, was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Was zum Teufel? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Scheiß Hudson. Hätte ihn killen sollen in Vietnam. Dann war es scheinbar Hudson, der sie verarscht hat. Das ist interessant. Das hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Okay. Na, dann sind wir mal gespannt, ob es wirklich so ist. Weil ganz hundertprozentig sicher, dass Hudson hier der Verräter ist, ist ja auch nicht klar. Geht in eure Häuser und bleibt drinnen! Mason, hast du die wertvolle Fracht noch? Positiv. Begib dich zum Armeekontrollpunkt hinter den Slums. Du wirst zum Nexus-Gefangenenaustausch geleitet. Vielleicht ist Woods auch nur sauer auf Hudson, weil das Ganze hier stattgefunden hat und sie ihn nicht töten durfte. Kriegsgebiet. Ich muss in der Lage sein, mich zu schützen. Geben Sie mir eine Waffe. Gib ihm, was er will, Mason. Das ist ein Befehl. Hudson, Hände. Verdammt. Was machen Sie da? Sie wollten eine Waffe. Von Munition machen Sie die Leute. Das ist besser für uns alle, wenn sie niemand erkennt. Jetzt. Los! Woods, geh vor. Ich achte auf Noriega. Okay, alles klar. Ah, Vorstoß. Nice. Ah, okay. Kein Vorstoß, wie man den sonst kennt, aber...